herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelderland. Oh ne, wer kommt denn da unten? So ein oranges Ding, das kann ja nicht bloß der Jürgen sein. Servus! Oh, das ist das gute Stück. Ah, das wird gleich spannend, ob das funktioniert. Moin! Hi! Ja! Servus! Ist das das gute Ding hier? Jo! Jo, das müsste mal da drinnen rein, in die Halle. Mhm. Also, ich glaube aber, das ist zu niedrig. Oh, ich habe doch keine Zeit heute, ey. Hier. Gucken. Willst du das denn hinhaben? Fahr mal hier rein und dann hier gerade vorwärts ran. So. Das muss. Oh, das reicht niemals. Ne, kannst du gleich wieder raus. Oder warte mal, ich kipp's. Warte. Ich koppel mal gerade ab. Ne, das reicht nicht. Das muss da oben auch über den Trichter. Ah ne, da brauchst du das große dann noch. Das reicht nicht. Ja, mhm. Aber wie soll ich denn das hier unterbringen? Ich glaube, ich muss die ganze Halle irgendwann mal umbauen. Warum? Das wird doch passen. Ja, nee, ich muss ja hier dran, um das Zeug raus. Ups. Oh. Sorry, hatte zum Mittagessen Frikadellen. Hier kommen die Dinger ran, da muss ich zu dem Tor rein. Auf der anderen Seite, hier muss ich auch immer dran wegen den Leerpaletten. Aber musst du hier oben in die Ecke? Nee, aber was will ich denn da? Ja, du stellst sie einfach so längs hier hin, das große ist ja nicht groß, das muss ja nicht aus. Wo kipp ich dann die Hackschnitzel hin? Kippst du dann hier vor? Ja, mein Telefon. Volker Varuna, hallo? Hallo, Polizeifraktion Grünfelderland, Richter. Jo, mach mal die Kiste aus, Jürgen. Ich wollte mal fragen, wie es aussieht mit einem Angebot für die Holz. Für die Holz habe ich nicht im Angebot. Für die Holzkohle. Holzkohle, ja, die habe ich im Angebot. Ja. Moment, muss ich gerade mal im Katalog gucken. Da wollten Sie mir bis diese Woche ein Angebot sagen. Ja, habe ich auch vorbereitet, ich muss nur kurz gucken. Was hat man denn da? Da hat man nichts stehen. Moment, muss es gucken. Ah, da steht auch nichts. Mist. Irgendwie ist meine Datei gelöscht. Okay. Moment, muss man nochmal andere Datei gucken. Könnten Sie mir den bitte mitteilen und dann würde ich schon mal bei der Spedition anrufen. Wer ist denn die Spedition? Bauhof. Ah, der Jürgen steht hier. Kann sie gerade mal weitergeben, während ich suche. Okay. Hier, Jürgen. Ja? Hier, Telefon, der Richter. Jo. Grüße dich. Ich bräuchte ein Angebot. Was? Für die Holz, Kohle vom Herrn Varuna zum Wasserwerk zu bringen. Ja. Dafür bräuchte ich mal ein Angebot. Gib die jetzt gleich dem Varuna mal zurück, weil das macht der Julian die Angebote für die Spedition. Ja. Dann kannst du da mal kurz anrufen. Das bringt die hoch. Okay. Dann machen wir das. Gib mir den mal zurück. Ja. Herr Richter. Ja. Also Holzkohle liegt bei. Moment, ich muss mal gerade gucken, wie voll die sind. Ich glaube, ich würde alles nehmen, sagen Sie mir einen Preis. Wir nehmen alles. Bis sie da sind, sind es 5 Paletten, a 1500. Nee, ich habe noch keinen Auflieger. Ist mir egal, ist trotzdem Paletten. Zu liefern, ja, das wollte ich vom Herrn Reisex liefern lassen.
hoch. Ja, aber bis jemand da Ja, ist. Also die ja. Produktion läuft ja gerade. Fünf Dann, Paletten. ja, A1500. Ja, dann nehme ich alle. Ach, in Okay. Paletten können wir auch liefern. Wie Paletten? Können wir auch hochliefern. Richter? Ja. Der Razik sagt, die Paletten kann er liefern. Jo, dann soll er es machen. Okay, gut. Bis dann. Dann. Moment. Ja. Da kommen nochmal 750 Euro Steuern dann drauf. Warum Steuern drauf? Die Stadt bezahlt das doch. Ja, aber ich muss ja die Steuern bezahlen. Ach, schon. Gut, können Sie mir dann den Preis sagen? Ja, macht 7000, 8200, 8300, 8200. 83. Ja, ordne ich an. Gut, danke, tschüss. Tschüss. Gut, das heißt, also wie gesagt, das mit den Förderbändern können wir erstmal knicken. Tut mir leid. Ich gebe denen Bescheid, den Blaubeeren, dass das erstmal nichts wird. Gut. Du holst dann die Kohle ab. Kann ich machen, ja. Okay. Zum Verladen habe ich was hier. Brauchst also nichts, brauchst nur einen Anhänger, wo du die draufpacken kannst. Jo, wie viel Lasten hier unten an Fünf Kohle? Stück. Ach, das sind hier hinten die Dinger. Ja, genau. Auch so Paletten. Ja. Also alles für Paletten. Ja. Die brauchen ja bloß warte mal, ich kann die gerade mal rausschmeißen. Die schon fertig sind. Dein Träger steht im Weg. Ah, jetzt. Ah, guck mal, so sehen die aus. Naja, die kriegen wir mit. Jo, aller gut. Aber guck Dann. mal, das wird wirklich passen. Das passt nicht. Nimm den Scheiß mit und verschwind. Okay. Tschüss. Eieiei. Will der mir hier die Dinger andrehen? Brauche ich nicht. So, wir haben heute ein kleines Problem. Der Albert ist im Moment noch nicht da, der verspätet sich. Das heißt für mich, ich muss ein bisschen reinklotzen. Ich muss gerade mal überlegen, wo mein Frontlader steht. Ich muss nämlich in den Wald und da Holz machen. Steht mein Frontlader am Hof? Muss ich gerade mal gucken. Also muss ich zum Hof. Eigentlich müsste man auch noch. Eigentlich müsste ich auch noch ansäen. Ist gerade ein bisschen problematisch. Mal gucken, wie wir das machen heute. Ruf mal gerade Neumann an. Was ist denn jetzt los, ey? Haben wir schon wieder so Probleme? Neumann. Ach, sogar mit dem laufenden Fernseher. Hallo, hier ist der Neumann. Hallo, Herr Neumann. Sie haben Sie eine Arbeitskraft, die mir ein Feld ansehen kann? Bestimmt. Ja, ich bräuchte irgendjemanden, der mir mein Feld ansät. Weil der Albert ist gerade irgendwie noch nicht da. Der hat irgendwie ein Problem. Um welches Feld ging es denn? Die 109. Steht alles Steht parat? alles auf dem Feld. Gut, dann schicke ich einen hin. Gut, danke. Bitte. Tschüss. Moment, was kostet das?
Rechne ich ihn aus und ruf sie dann gleich an. Okay, danke, tschüss. Ja. So, ich werde mir jetzt meinen Anhänger schnappen für die Baumstämme. Und mal gucken, dass ich noch ein bisschen Stämme aus dem Wald rauskriege. Dass wir den Wald relativ bald diese Woche noch verkaufen können. Das wird ein bisschen komisch. Achso, die Blaubeeren wollte ich noch anrufen und sagen, dass ich dieses Zeug nicht nehme. Oops. So. Wählen. Patrick Blaubeer am Apparat? Ja, der Volker Varuna hier, hallo. Ja, hallo Volker, was gibt es? Wegen den Förderbändern. Ja. Das haut nicht hin, die brauche ich, kann ich nicht benutzen. Okay. Tut mir leid. Ja, der Jürgen war gerade da und hat das, wir haben das getestet, aber das ist viel zu niedrig, das eine. Und für zwei habe ich da leider keinen Platz. Mhm. Ja, dann gebe ich es in Lukas Müller. Für den Export ist kein Problem. Okay, nur dass Sie Bescheid wissen. Okay, danke schön. Bitte schön. Dann tschüss. Tschüss. So, dann fahren wir mal ins Wäldchen. Oh, ich sehe gerade was. Dann war ich doch gerade ein bisschen falsch. Volker Varuna, hallo. Guten Tag, Herr Varuna. Hier ist der Herr Müller vom LU. Ja.
Der Manon hat gesagt, ich sollte ihm mal sagen, dass das für Feld 109 einmal 4645 kosten würde. Jo, mach mal. Okay. Schon jemand auf dem Weg? Nee, ich schicke aber direkt einen vorbei. Okay, super, danke. Jo, ciao. Tschüss. Ich hoffe mal, dass das hinhaut. Die müssen ordentlich reinklotzen, dass ich das Feld fertig kriege. Es geht mir Zeitflöten. Gut, liebe Leute, das war's von der heutigen Folge Real Farming LS19 meets Reality. Schaut gerne morgen wieder rein bei der nächsten Folge. Und wer noch nicht hat, der drückt bitte nochmal einen Abo-Knopf. Und ja, bis dahin, macht's gut, tschüss.